Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen, werte Kollegen, ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, mich bei meiner ersten regulären Landtagssitzung gleich als Berichterstatterin mit meinem eigenen Antrag zu Wort zu melden. Aber jetzt stehe ich trotzdem da, dementsprechend auch leicht nervös. Aber der Grund, warum ich trotzdem hier stehe, ist, weil ich beim nächtlichen oder abendlichen Fernsehen letzte Woche auf verstörende Bilder gestoßen bin. Verstörende Bilder, die mich verärgert haben, Bilder, die uns hier in Oberösterreich betreffen. Im ORF-Report wurde berichtet, dass in einem Wald in Polen illegalerweise Berge an Plastikmüll liegen, und zwar wirklich Berge. Und die liegen dort schon seit Jahren. Die zersetzen sich dort zu Mikroplastik und verschmutzen dort den Boden und das Grundwasser. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was hat das mit uns in Oberösterreich zu tun? Naja, es hat sich herausgestellt, dass dort oberösterreichischer Plastikmüll liegt. Eine Tochtergesellschaft der Energie AG Oberösterreich, deren Mehrheitseigentümer das Land Oberösterreich ist, hat im Jahr 2018 1000 Tonnen an Plastikmüll nach Polen exportiert. Dieses Plastik wurde aber von einem dortigen Unternehmen nicht sachgerecht entsorgt, sondern einfach auf eine wilde Mülldeponie geschmissen. Das heißt, das ist unser Plastikmüll, der dort liegt, das ist unser Plastikmüll, der dort den Boden und das Grundwasser verschmutzt. Und ich glaube, ich kann schon mit gutem Gewissen für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass wir das so nicht wollen. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann. Für unsere heimischen Müllentsorgungsunternehmen müssen die höchsten Standards gelten. Das bedeutet, dass überprüft wird, ob Geschäftspartner eine umweltgerechte Verwertung des Abfalls sicherstellen können. Weil es kann nicht sein, dass unser Müll irgendwo im Wald landet, nur weil das für irgendjemand irgendwann die billigste Lösung war. Weil für unseren Planeten ist es die allerteuerste Lösung. Und ja, das sehe ich auch als unsere Verantwortung, wann wir nicht in der Lage sind, den Müll, den wir selbst produzieren, auch selbst sachgerecht zu entsorgen. Und wenn wir nicht in der Lage sind, unseren eigenen Plastikmüll zu entsorgen, dann kann es natürlich sein, dass wir vielleicht auch einfach zu viel produzieren. Jede Österreicherin, jeder Österreicher produziert pro Jahr 35 Kilogramm Plastikmüll. Und in Österreich werden jährlich 50% mehr Plastikflaschen pro Kopf konsumiert als im EU-Durchschnitt. Wir tragen damit zu einem globalen Problem bei, das katastrophale Auswirkungen hat. Laut Umweltexperten werden im Jahr 2015 im Meer mehr Plastikteile schwimmen als Fische. Und wir nehmen Mikroplastik auch einfach zu uns. Durch unsere Nahrung, durch unser Trinkwasser oder einfach durch bloßes Atmen. Je nachdem, wo man lebt, sind es bis zu 5 Gramm pro Woche. Das ist eine ganze Bankomatkarte. Es gibt Menschen, die konsumieren jede Woche eine ganze Bankomatkarte an Mikroplastik. Und wer schon mal bei einer Fridays for Future Demo war oder bei einer ähnlichen Demo oder wer Fotos gesehen hat, der kennt diese bunten, tollen Schilder, wo Dinge draufstehen wie Life in Plastic is not fantastic oder Fischers Fritz fischt Plastik. Oder zuerst war der Fisch im Sackerl, jetzt ist der Sackerl im Fisch. Es gibt eine sehr hohe Sensibilität für dieses Thema in der Bevölkerung. Die Menschen erwarten sich von uns, dass wir das ernst nehmen. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir das bitte ernst. Und am besten fangen wir damit an, dass wir vor unserer eigenen Haustür kehren. Und deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag. Danke.